So, seid gegrüßt. Schön, dass ihr dabei seid. Wer bis dahin geguckt hat, den hat anscheinend dieses Game sehr viel Spaß gemacht, wie mir. Ich finde es nämlich sehr interessant, was man hier alles machen kann. Es ist recht schön aufgebaut für einen Point-and-Click. Und ja, wir machen hier weiter. Wir sind praktisch in der Eingangshalle, müssen die Adresse finden. Von den Herrn Whitman, weil wir müssen nachher in sein Gebäude, in sein Haus, um gegen den Dämon irgendwas zu finden. Jetzt würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter, schauen uns das mal an. Der Herr Whitman war ja dieser Herr hier. Oder der, ich weiß gar nicht. Das ist Delacroix. Er sieht nicht so gruselig aus wie die anderen. So, Feng, und ich glaube nicht, dass sie an mich besonders... Mensch, heute gatz ich, dass sie mich besonders mochte. Okay. Der Name des Dicken war, glaube ich, Krumm. Der hier ist der Alquadier, der Besitzer. Und das ist... Tja. Können wir mit dem Tuch da was wegwischen? Ja. Ach, der Herr Krumm. Gut. Dann können wir ja das... Dann müssen wir dann die Namen zuordnen. Das gute Tuch, ne? Für was das alles gut ist. So, der da noch. Gut. Krumm ist schon mal gut. Jetzt müssen wir... Sehr schön. Der Whitman. Adresse 2331 Lincoln Street. Whitmans Anwesen. Und da sind wir schon. Sehr schön. Oh, da kommt der andere raus. Ah, was macht der hier? Schnüffelt also auch da drin rum. So, so. Tja, was hatte der wohl hier zu suchen? Den Feuerdämon müssen wir noch vernichten. Seems I walked into a crime scene. Whitman was murdered. Das schaut wirklich so aus. The police gave this place a thorough sweep. I should get in touch with Marv. Adam, is this about the fingerprint you sent me? Forensics are still working on it. Good to know. But I need something else. I made some progress with the case having to do with the fires. Yes. A guy called Joseph Whitman was murdered. He's somehow involved. 2331 Lincoln Street. I need to know the time of the murder and any information about the case you can give me. Let me check. Yes. Whitman. Homicide. 9:30 p.m. It was done by a pro. No fingerprints. Untraceable bullet casing. Be careful, Adam. Okay. 21 Uhr. Entschuldigung. I had to get to the bottom of this. Whitman was key to stopping that flame monstrosity. He must have left some clues on how to take it down. Mm-hmm.
Gut, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil... Ah ja, da ist der Hut. Die Lampe ist da unten. Das Schiff. Wo ist das Segelschiff? Oh, ich sehe kein Schiff. Oh, das ist voll nicht leicht. Ich sehe hier das Ganze nicht, wo es rumliegen soll. Irgendeine Art Flüssigkeit. Ja, okay, Flüssigkeit. Und wo ist die Flasche, oder? Oh, 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 oh. Ein Schiff. Wo ist das Schiff? Leute, helft mir. Wo ist das Schiff? Jetzt ist die Zeit wahrscheinlich gleich vorbei. Tja, ich sehe das voll nicht. Nee. Ich muss wahrscheinlich noch näher hin. Ach, da ist das Schiff. Das Arbeitszimmer ist umwerfend. Hier würde ich sogar... Dann müssen wir erst das Schiff zusammenbauen. Ja, wir müssen erst einiges aufsammeln, bevor wir hier... Sieht aus, als könnte hier was hineinpassen. Okay, müssen wir erstmal gucken. Das ist das hier. Und der Korb ist... Gut, und die drei Segel sind dann... Nee, auch nicht. Noch? Das da. Ist es doch, ja. So, und das hier ist dieses drum. Und das ist das... Aha, jetzt müssen wir es zusammenbauen. Sehr, sehr, sehr gut. Und das ist das. Und das innere Teil ist das hier. Und das untere ist... Nee, das. Nee. Schiffspartner. Okay, können wir jetzt noch was anderes machen? Hier passt noch nichts rein. Moment. Ich schau gerade. Hier willst du Professor wohlfühlen. Haben wir sonst noch was? Ah ja, den Schal hier. Modellschiff. Flüssigkeit. All the collectors and their holy grail. Dagger, that is. Mhm. Moment, Moment, Moment. Ich muss noch was machen. Ich kann hier noch nicht alles zusammenbauen. Jawohl. Jetzt müssen wir das Schiff zusammenbauen. So. Na also, es ist komplett. Sehr gut. Und jetzt denke ich mal, werde ich das schaffen. Wir haben gesagt, wir brauchen das Schiff da oben und die Flüssigkeit. Ja.
Ah ja, der Mörder hat sich was genehmigt, einen Schluck. Hat dann da am Bild rumgefummelt. Nee, das war der Whitman. Und wurde dann ermordet. Wahnsinn. Das ist aber eine Frau. Das war ein Frauenkörper. He was killed while he was looking at something near that tapestry. Ha. Whitman blickte hier auf etwas, als er ermordet wurde. Auf was? Okay, ich klicke mal alles durch. Nee. Die helfende Hand. Kann man da irgendwas machen? Spiegel. Hinter dem Glas steht etwas geschrieben. Okay, doch, das Wand, den Wandteppich. Können wir da irgendwas? Nee, Messer? Ja. Oh, der schöne Wandteppich. Wurde er wegen etwas ermordet, das sich in dieser Safe befindet? Na natürlich! So, jetzt habe ich mir aber nicht gemerkt, was für Symbole das waren. Das hätte ich mir jetzt merken müssen, ne? Spiegel, ne? Scheiße, ich hab's mir jetzt nicht gemerkt. Wo ist mein Spiegel jetzt? Das ist falsch, ja. Ja, nee, das ist mir schon klar, aber wie komme ich wieder zu dem... Wie komme ich denn... Aber was in dem Safe ist, muss ich bestimmt da reinstecken. Ach man, jetzt habe ich es mir nicht gemerkt, ne. Aber ich muss doch hier praktisch... ich muss doch wieder in mein Menü reinkommen, wo ich sehe... Warte mal... Da sind die Symbole. Schiff, das Ding mit dem Schwarzen, die Uhr und das mit dem Stift nach rechts. Also Schiff, Schwarz, Kreis und das mit dem Strich. Schiff, Schwarz, Kreis und Stift. Sehr schön. Gut, jetzt können wir doch bestimmt wieder einiges rausnehmen. This prolonged life that the dagger grants is unnatural. It perverted us. The others are content with that. But I've had enough. I decided to destroy the dagger, but I have to be cautious. The others mustn't find out about my plans. I learned that our pact was protected by Ifrit, a fire demon living in the dagger. If the pact is broken, it will be unleashed. Okay, das haben wir schon erfahren, ja. I've scattered my records in case something happens to me. One of them is in Said's vault at our council villa, inside a statue that I gave to him as a present. Okay, im Haus des Rates in eine Statue.
ist eine Aufzeichnung. Said never knew I found the passcode for his vault. It was carved at the back of his head bust. He always was a practical man, if not that bright. Seiner Kopfbüste geritzt. Er war immer sehr pragmatisch, wann auch nicht sonderlich klug. Okay. Der Passcode, er war in die Unterseite seiner Kopfbüste. So, Whitman wanted to destroy the dagger, and he knew how to do it. Okay, er wusste, wie man das macht, ja. I saw this symbol back at the lobby of the house they dragged me into. Schlüsselkarte für das Haus des Rates. Okay. Aber es wäre schön, wenn ich noch was hätte, um da reinzustecken. Aber das haben wir wahrscheinlich noch nicht. Nee. Das haben wir wahrscheinlich noch nicht. Ich denke mal, wir werden wieder das Haus verlassen müssen. Und werden dahin Eingang vom Sammlerhaus. Jawohl. Haha, witzig. Sehr schön. Touch the dagger and hear our story. The dagger can prolong life, but it is guarded by Arahad, a fiery ghost. Okay, der Feuerdämon heißt also Arahad. Was kann man jetzt hier machen? Ach so. Das schaut so aus, wie wenn hier so ein kleines Stück fehlt. Tja, und wo ist es? Tipp. In order to possess and keep that power, a pact had to be made with Arahad. Every 2 years, the dagger would switch custody between our five families in a strict order. Alle zwei Jahre soll der Dolch in strikter Reihenfolge von der Obhut von einer von unserer fünf Familien zur anderen wechseln. Okay. Klicken wir mal alles durch. The first to hold the dagger shall be the Al-Qadir family. Al-Qadir, der mit dem Tuch, soll als erster den Dolch bewahren. Al-Qadirs are descendants of an ancient Arabic bloodline, wealthy beyond imagination. Sind unvorstellbar reich. Dann wird dieses Symbol wahrscheinlich unvorstellbar reich. Nee. Muss man wieder alles durchklicken. Next in line to guard the dagger will be the Krums. Al-Qadir Krums, das muss ich mir jetzt mal schnell aufschreiben. Weil sonst vergesse ich das wieder. Krums, okay. Dann, was haben wir dann als nächstes? Mal schauen. Tipp. The Krums are known as cunning bankers who amassed their fortune in 18th century Europe. The dagger then moves into the hands of a Feng. Dann Feng.
Feng ist der dritte. Muss man mal gucken, wo jetzt das Symbol ist. Fings, genau. Whose ancestors advised the Chinese emperors themselves. Die Vorfahren Fengs berieten die chinesischen Kaiser höchstpersönlich. Okay. Ever moving, the dagger will find custody with the Delacroix family. Mhm. Okay. The incredible wealth of the Delacroix family grew from their cotton plantations to the south. The dagger's journey ends in the hands of the Whitman family. Dann Whitman. Okay. Whitmans, a line of scholars and professors, forever craving knowledge. And none of the family shall hurt the other, lest they all burn for breaking the pact. Okay. Breaking the pact. Welches Symbol ist das? As long as this pact is upheld, the cycle shall repeat forever and again, granting life eternal. Wahnsinn. Wäre der Pakt nicht unterbrochen worden durch den Tod von Whitman, würden sie alle ewig lang leben. Krass. Siegel des Rates. Sehr schön. Da muss ich wahrscheinlich jetzt eine Karte reinstecken. Nee. Whitmans Krawatte. Können wir da irgendwas machen? Können wir irgendwas angucken? Aha. Feuerdämon-Figur. Whitmans Familienwappen. Das Zeichen kennen wir doch auch. Genau. Ich weiß den Code nicht und für dieses Ding braucht man auch eine Schlüsselkarte. Also müssen wir erst den Code eingeben und dann die Schlüsselkarte. Alles klar, dieses Teil wird wahrscheinlich in Whitmans Haus, in diese Wandverkleidung passen. Tja. Können wir da irgendwas näher untersuchen? Nee. Gut. Ich würde sagen, wie es weitergeht und was man da machen muss, wo ich als nächstes hingehe, das werden wir alles in der nächsten Folge erfahren. Und wie immer bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Diese Rätsel sind echt irgendwo klasse. Und wie es gemacht ist, ja, ich freue mich auf euch. Also seid dabei. Kommentare und Likes gerne erwünscht. Alles klar, bis dann. Ciao.